Ah, hi. Susanne. Du hast den Werkstattschlüssel bei Arno vergessen. Ach, du grüne Mann, danke. Kommst du rein? Nee, meine Taxischicht fängt gleich an. Hallo, ein Käffchen geht immer. Ganz genau. Ne? Und die WG hast du auch noch nicht gesehen. Ja, ich will dich aber wirklich nicht beim Aufräumen stellen. Ja, nee, das machst du doch nicht. Hi. Hi. Und du willst dich jetzt gleich wieder verdrücken, ja? Ich muss arbeiten, außerdem muss das Altpapier in den Container. Aber das kann ich doch mitnehmen. Ich komme im Taxi sowieso am Container vorbei. Du bist die Beste. Mist. Jens? Du hast auf ein wenig Gesellschaft? Bis zur nächsten Tour? Ja. Okay. Und dann wäre es nicht genug, hat er mich einfach noch gefragt, warum keine Stewardess an Bord ist. In einem Helikopter, was hat er erwartet? Das habe ich mich auch gefragt. Aber damit ihm mich auch noch langweilig wird, habe ich ihm ein paar Extras geboten. Ah. Den Flug wird er so schnell nicht vergessen. Hubschrauber können unglaublich manövrierfähig sein. Auf, du Angeber, mir wird schon vom Zuhören schwindelig. Ach, das muss wahre Liebe sein. Du lässt dich ohne Probleme Angeber nennen. Ich glaube, hier liegt ein kleines Missverständnis vor. Gregor und ich, wir sind nur gute Freunde. Seit gut 15 Jahren. Dann hast du mich ja schon im Sandkasten abblitzen lassen. Oh, lass dich bloß nie mit diesem Schleim an. Hey, was soll das? Immerhin ist Susanne in Begleitung. Oh, nee, Jens und ich, wir sind... Carla! Es tut mir leid, leider habe ich keine Reservierung bekommen. Lass uns wieder gehen, Vanessa wartet sicher schon auf uns. Lass uns wenigstens Natalie begrüßen. Danke. Hi. Hallo. 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 Hallo zusammen. Hallo. Habt ihr keinen Tisch, dann setzt euch doch zu uns. Ja, das ist nett, aber wir haben beide noch... warum denn nicht? Ist doch auch viel lustiger, als immer sie zwei zu essen. Glaub nicht, dass du in das Gespräch herumkommst. Schön. Na, wenigstens war ich trocken und der Fisch war gegrillt. Aber wie wollten Sie von der Insel runterkommen, nachdem Sie das Floß verfeuert hatten? Ja, es war ja nicht so weit bis zum Ufer und Sie müssen wissen, ich bin ein ganz guter Schwimmer. Und? Ja, bis dahin hat ja alles ganz gut geklappt, wenn nicht dann dieser Alligator aufgetaucht wäre. Genau genommen die Mutter aller Alligatoren. Und dann hätte ich... Entschuldigung, bitte. Da drin wird was frei. Ihr geht nicht, bevor wir die Geschichte zu Ende gehört haben. Die Kurzfassung, bitte. Also gut, es war nur ein alter Baumstamm. Zumindest hat mir das der Ranger gesagt, der mich am Morgen gefunden hat. Peinliche Situation, oder? Eine seiner Spezialitäten. Du kannst es rauszögern, solange du willst. Wir reden heute noch über die Scheidung. Ich hoffe, ich langweile hier niemanden, oder? Nein. Lass uns doch jetzt auch übersetzen, ja? Ich hätte nichts dagegen, wenn Sie uns weiter mit Ihren Geschichten unterhalten. Ich aber! Also gut. Schönen Abend noch. Ja. Was hat sie denn? Langsam verstehe ich, warum du diese Frau unsympathisch findest. Hm. Entschuldigt. Klar. Moment, die Geschichte, die der von Beinbach erzählt hat. Bernd, die müssen nicht... Wir müssen nicht zusammenwohnen, solange die Scheidung nicht rechtskräftig ist. Ich weiß schon, du willst mich so schnell wie möglich loswerden. Hm? Du hast dir das Penthouse angesehen, also wann ziehst du endlich aus? Also ich will ja nicht neugierig sein, aber kann es sein, dass zwischen Carla und Susanne irgendwas vorgefallen ist? Du warst doch bei dem Spieleabend neulich dabei. Und sonst? Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Luft zwischen den beiden ist geladen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Manchmal stimmt einfach die Chemie nicht. Seht mich nicht an, an Frauentaschen zu gehen, wird eine Todesstrafe geahndet. Muss das sein? Entschuldigung. Ich mach das mal besser aus. Ja. Besten Dank. Ja, heute sind anscheinend alle irgendwie gereizt. Es muss wohl am Wetter liegen. Oh, entschuldige. Dein Handy hat geklingelt und ich habe gedacht, ich mach's besser aus. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Nein, danke.
Aber ich sehe trotzdem besser mal nach, wer angerufen hat. Vielleicht ist hier was mit dem. Ja, hoffentlich war Jens nicht enttäuscht, dass du ihn als erstes aufgesetzt hast. Unsinn, wir sind noch Freunde. Hm. Nehmen wir noch einen Absacker? Ja, aber ohne mich. Seid mir nicht böse, Mädels, aber ich muss morgen früh raus. Hm, dann schlafen wir schon. Hm. Ciao. Ciao. Ja? Natalie, ich glaube, ich muss dir was erklären. Naja, dieses Buch. Ach, kein Thema, kein Thema. Also, ich habe das nur gefunden. Klar, verstehe. Nein, wirklich. Das hat ein Fahrgast im Taxi vergessen und ich wollte es in der Zentrale abgeben. Mhm, sicher. Glaubst mir nicht. Doch. Aber ich sehe es dir doch an. Ich kann dir versichern, ich bin nicht lesbisch. Das habe ich bis eben auch noch nicht geglaubt. Was soll das heißen? Naja, dass du ein bisschen zu heftig leugnest. Ich habe recht, oder? Du stehst auf Frauen. Susanne, das muss dir doch nicht peinlich sein. Du bist nicht die erste lesbische Frau, die ich kenne. Du liegst aber völlig falsch. Natalie, ich bin verheiratet. Ich habe zwei Kinder. Was du mir da unterstellst, ist völlig absurd. Ich unterstelle dir gar nichts. Dein Blick reicht schon. Ja, sorry, wenn du da was falsch verstanden hast. Aber es hätte ja auch sein können. Es ist aber nicht so. Dieses Buch gehört wirklich nicht mir. Schon okay. Ich glaube, ich gehe da mal lieber. Meine Kinder warten bestimmt schon. Also meine Wohnung fand ich irgendwie schöner. Was willst du machen beim Wasserschaden? Sei froh, dass Elisabeth noch ein Zimmer frei hat. Tja, dafür bin ich dir auch sehr dankbar. Ach, dafür nicht. Ich hab's ja nur gefragt. Aber das Bett ist besser. Findest du wirklich? Falls du Zweifel hast. Keine Lust? Keine Zeit. Das sagt ausgerechnet der Mann, der seit Monaten in den Tag hineinlebt. Ob du es glaubst oder nicht, aber ich habe gleich ein Bewerbungsgespräch. Und um was für einen Job handelt es sich dabei? Oder ist das ein Staatsgeheimnis? Die Landsteinbank sucht noch einen Investmentbanker. Das ist eine Riesenchance für mich. Ja, verstehe. Und die Bewerbung läuft über Carla von Lahnstein. Ist das ein Problem für dich? Ach, Quatsch. Es kommt nur ein bisschen überraschend. Ihr redet schon gerne über ungelegte Eier. Ach ja? Als ich von der Stellenausschreibung gehört habe, habe ich sofort meine Bewerbungsunterlagen hingeschickt. Ja, und dann? Dann hat Carla mich angerufen. Wie aufmerksam. Findest du nicht, du übertreibst ein wenig mit deiner Antipathie? Was denn für eine Antipathie? Carla von Lahnstein ist mir völlig egal. Hallo. Oh. Entschuldige bitte die Verspätung. Kein Problem. Guten Tag, was darf's denn sein? Ich nehme auch erstmal ein Wasser, danke. Gerne. Ja, das sieht alles recht gut aus. Ich hoffe ja, meine Zeit ohne Arbeit ist kein Makel in meiner Vita. Wenn, dann nur für deinen vorherigen Arbeitgeber. Also, dass sie dich nicht gehalten haben. Sie hatten es versucht. Aber gerade wenn man den ganzen Tag mit Geld zu tun hat, braucht man noch mal Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Von meiner Seite aus spricht alles dafür. Wunderbar. Ich frage mich allerdings wirklich, was Susanne dazu sagen wird. Aus mir unverständlichen Gründen hat sie irgendein Problem mit mir. Also Problem kann man dazu nicht sagen. Was ist es dann? Susanne ist erst seit ein paar Wochen wieder in Deutschland. Sie hat ein neues Leben angefangen. Sie musste quasi wieder von vorne beginnen. Was hat das mit mir zu tun? Eben, nichts. Ich denke, dass sie das mit der Zeit legen wird. So, das Wasser, bitteschön. Dankeschön. Eigentlich müsstet ihr beide euch doch super verstehen. Zwei so charmante und smarte Frauen. Ich glaube nicht, dass du in der Bank fürs Komplimente machen bezahlt wirst. Schade, nicht? Warum kommt ihr heute nicht zum Polterabend, Susanne und du? Mein Bruder heiratet. Ist es nicht Familienangelegenheit? Keine falsche Zurückhaltung. Wir Lahnsteins sind auch so quasi mit dem Brandners verwandt. Dann gerne. Schön. Ja, und wer weiß, vielleicht können Susanne und ich ja bei dieser Gelegenheit diese unsinnige Missverständnisse aus der Welt schaffen.